Willkommen zu der zweiten Folge von Minecraft Hardcore Staffel 3. Da sind wir wieder mit Jonas. Und jo, was geht? Wir haben im letzten Part so gesehen die Anfänge gemacht. Wir haben schon ein bisschen Werkzeug. Wir haben hier einen Ofen mit ein bisschen Eisen drin. Was wir allerdings noch nicht haben, was so gesehen unser Ziel für diese Folge ist, Betten. Wir haben zwar schon ein einziges Bett. Also ich habe 4 Wolle, aber uns fehlt noch 2 Wolle, weil wir ja zu zweit sind. Und es wird nachts. Genau, wir werden erstmal hier so ein bisschen was verbringen, Zeit verbringen. Jonas, Vorschlag. Dass wir in diesem Haus hier vielleicht einen Höhleneingang bauen. Dass wir von hier aus vielleicht in einen Minenschacht oder so gehen, keine Ahnung. Jo. Dennis, vielleicht kleiner Vorschlag, was wir mit den Eisenbahnen machen, eine Hose und einen Helm. Jo, können wir gerne machen. Für dich die Hose, für mich den Helm meinetwegen. Nee, wir machen das andersrum. Oder so. Du brauchst, glaube ich, also ich kann ja mehr, denke ich mal, in Schach halten als du, darum denke ich, dass du mehr Rüstung brauchst. Wollen wir den Minenschacht vom anderen Haus da drüben machen, damit wir hier mehr Platz haben? Ja. Gut. Würde ich sagen, bauen wir uns hier mal runter. Ja. Nicht so außerhalb, sondern eine schöne Treppe hier. Warte, ich mach mal. Ne, ich mach doch schon. Achso, okay. Gut. Irgendwann stoßen wir ja auf Stein und auf Eisen, hoffentlich. Ja, unser nächstes Ziel ist ja sozusagen die Eisenrüstung. Ja, wir sind jetzt hier schon bei Stein. Okay, nice. Ne, das ist Sandstein. Ups. Vorsichtig. Ey. Hier oben war ein Loch nach zur Außenwelt. Hier war doch gut. Da hatte ich wenigstens ein bisschen Licht. Ja, aber wenn ein Creeper runtergesprungen wird, bekommt, keine Ahnung, ist auch nicht so geil, oder? Was habe ich denn hier die Helligkeit eigentlich? Auf hell, okay. Kohle. Ja, nice. Mach dann vielleicht mal eine Fackel oder so, dass wir hier auch mal ein paar Fackeln haben. Ja, ich habe keine Werkbank dabei. Wir brauchen dazu keine Werkbank. Ach, ja. Ich bin heute ein bisschen durcheinander. Nicht so schlimm. Aber ich hab gleich meine Pick ist gleich kaputt. Ja, meine Pick ist kaputt. Aber dann komm ich runter. Oh, sorry. Nice Picker. Nein, das ist Stein. So, hier, damit wir einen Aufgang nach oben da. Ey, nicht in meinem Weg. Ich weiß jetzt nicht, was du da noch baust. Gut, dass man wieder hochkommt. So, ich hab dann mal hier ein paar Fackeln. Wunderbar. Komm ja auch mal so. Komm mal hier, da. Oh, Licht. Sehr schön. Ich hab jetzt auch 16 Fackeln. Ich mach mir nochmal hier eine Werkbank, ein paar Sticks. Kann ich mir nochmal kurz eine neue Picke machen. Die hat sich einfach in den Weg gestellt. Ja, natürlich. Na dann, weiter runter, ne? Jo. Ah, nicht so Kohle. Tief. Bleib dann auf dieser Ebene mal bitte, weil ich möchte nicht auf Lava-Level. Nicht, dass wir dann in Lava fallen oder so, oder Lava aus der Wand rauskommt. Diamanten und so kümmern wir uns später drum, wenn wir die komplette Eisenrüstung hier haben und generell gut ausgerüstet sind. Bring mal kurz die Kohle in den Ofen hinein. Ja, warte, nimm doch meine gleich mit. Nee, ich hab genug erstmal für den Ofen. Weil ich jetzt auch schon oben bin. So, da ist Rindfleisch. Nee, die Sandsteintreppe und den Sand brauche ich alles nicht. Warte mal, ich hab doch hier irgendwo meine Werkbank aufgestellt, oder? Warte. Ich hab noch eine Werkbank dabei, falls was. Ja, stell mal kurz auf, ich will mal Brot machen. Habe ich ein bisschen mehr noch was zu essen hier. Ich habe nur noch jetzt eine Karotte. Oh, ich habe noch Essen dabei. Ja, alles gut. Okay. Also wir wollen jetzt erstmal hier bleiben, oder was? Genau, einfach Strip Mine. Du sorgst für die Fackeln. Okay, ich hätte sowieso noch ein paar Fackeln da gehabt. Ole. Ja, schön. Ist immer wichtig. Genau. Und am Tage werden wir dann ein bisschen herumgehen und Schafe suchen. Ja, es wird bestimmt gleich Tag. Ja. Ich würde schätzen so 3-4 Minuten noch. Wäre jetzt meine Schätzung.
Ich grabe mal hier nebenbei noch mal ein bisschen mit, während die Kohle da abfarmt. Ja, ich habe jetzt gleich 10 Level. Aber ich habe jetzt 9. Okay, ich habe 3 noch. Verzaubern können wir ja sowieso nicht. Höhle, Höhle, safe. Ich habe gerade ein Skelett gehört. Achso, okay. Dann lass hier weiter. Lass Jo, hier weiter. genau. Ich bin mal sehr gespannt, wie lange dieses Let's Play gehen wird. Vielleicht lange, vielleicht nicht lange. Wir sind halt zu zweit, das ist der Vorteil. Ja. Brauch mal bitte Licht. Jo. Ja. Höhle. Okay. Lass ruhig hier reingehen. Muss ich dahin, nicht dort hinten gehen, da geht's an Land nach oben. Creeper, Creeper, lass mich, lass mich. Ein Hit noch. Ui. Nicht so schlimm. Lass mich nächstes Mal den Creeper übernehmen. Ja, der hat jetzt nur den. Ich bin nicht weit genug weggegangen. Bin so ein bisschen mit Creepern ungeübt. Ich leuchte weiter aus. Okay, Kohle nehme ich mit. So, reicht das mal. Wir haben jetzt 45 Kohle, das reicht das mal. Jo. Ah, das Eisen nehme ich immer mit. Wir brauchen Ja. ja die Eisenrüssi. Genau. Und hier ist Sackgasse dann. Gut, ich nehme mir. Meine Pick ist auch gleich wieder kaputt. Okay, dann hole ich dann den Rest. Du kannst dann so gesehen dann erstmal nach oben gehen und dir eine neue Picke machen. Nee, ich bleibe erstmal bei dir. Okay. Vorsicht, Kies. Ja, passt schon. Ja, und von Kohle nehme ich noch mit, bis meine Pick jetzt kaputt geht hier. Okay. Eisen. Ja, nice. Ich gehe erstmal nach oben wieder. Warte, vielleicht geht meine Picke ja kaputt. Achso. Hat sie noch einen Strich oder gar keinen Strich mehr? Ja. Jetzt hat sie gar keinen Strich mehr. Okay. Noch 4 Durability. Okay. Meine hat Ja, ich noch. habe 17 Eisen und du? Ich habe gar kein Eisen jetzt hier Ach so, geholt. okay. Ich habe nur die Kohle. Da oben ist noch Eisen. Gut aufgepasst. Dafür sind wir hier zu zweit. Guck noch mal nach hier oben. Aber pass gut auf, weil da die Oberfläche Ah, ist. ist immer noch nachts. Okay. Hab ja auch mal zugebaut. Okay. So, dann lass erst mal zurück. Jo. Ich dachte, ich habe da noch Eisen gesehen. Zurück kommst du schnell hin, nicht? Ja. Weil du ja auch erstmal alles bauen musst und so ein Scheiß. Dann würde ich sagen, schnell rüber hier ins Haus. Ja. Villager regen mich zwar ein bisschen auf, ich würde sie gern töten, aber. Pack dein Eisen hier rein. Ja, was zu essen. Jo, hier ist die Hälfte. Passt. Und hier noch ein paar, weil ich noch drei Passt. Steaks habe. Wunderbar. So. Ich würde gern ein paar Mobs töten, Da eigentlich. oben, da hinten wird jetzt auch Tag. Für Tag. Obertag, da wird Tag. Oder wir können eh gleich Ja, raus. da hattest du mit 4 bis 5 Minuten voll recht. Ja. Gutes Gespür. Dann Tag, nachts, also ein Tag glaub, und eine Nacht dauert jeweils, glaube 8 Minuten oder 9 Guck Minuten mal ganz lang. kurz aufs Handy. Okay. Hier in Minecraft. Bedeutet so ein ganzer Tag und Nacht, dann halt dementsprechend 15 Minuten oder irgendwie so. 14, 15, 16 Minuten. So, dann lass uns Vorsicht. durchziehen. Mini-Zombies sind sehr gefährlich, da vorsichtig. Hab ihn. Wunderbar, ich habe noch eine Hab sie schon Spinne gedreht. hier. Ja. Hab sie. Wunderbar. So, Hab sie für und. Crap im Inf. Okay. Unser Ziel ist jetzt so. Lass mal hier eine Kiste aufstellen, bitte. Ah ja, genau, das ist auch mal eine gute Idee. Machst du Kiste oder soll Ja, ich? ich mache auch gleich mal eine Doppelkiste. Gut. Ja, die Kohle können wir eigentlich in den Ofen packen. Ja. Wo Wolle nehme ich mal sicher jetzt aber mit. Hier sind Knochen. Ja, schauen wir auch nochmal eine neue Picke. Jo.
Dann lass jetzt erstmal warten, bis wir uns ein bisschen Rüssi machen können. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal gleich los, weil am Tag brauchen wir keine Rüssi. Wir brauchen jetzt eine Gut, Schafe. stimmt. Stimmt. Dann los. Du hast da eine Axt, eine Spitzhacke hingetan? Ach Ja, so. das ist die mit 4 Durability. Ach so. Und ein Skelett. So, Koordinaten habe ich ja aufgeschrieben. Wir dürfen nicht zu weit. Enderman! Nicht den Enderman anschauen. Nee. Was ist jetzt bei Hab Creeper? jetzt 10 Level. Wunderbar. Erstmal hier rüber schwimmen. Boost dich. Danke. So, dann hoffen wir mal, dass wir ein paar Schafe finden. Ich weiß nicht, Rechts ist eine Höhle. ja, Höhlen will ich jetzt erstmal nicht sagen. Wollen erstmal Wolle. Ich weiß nicht, ob man in Savannen auch Schafe finden kann. Natürlich. Ja, sag doch, dass du woanders hingehst. Ich dachte, wir gehen jetzt beide hier lang leben. Nee, ich bin die ganze Zeit da lang Ja, dann lass gegangen. da lang. Dann war das jetzt mein Denkfehler. Alles gut. Weil mir leckt es ab und zu mal. Ja, ich merke das, dass du ein paar ab und zu mal so in der Luft stehen bleibst, sozusagen. Wollen wir dann mal nach da drüben gehen? Genau. So, ich komme jetzt hinterher. Sobald wir zwei Schafe haben, können wir uns auch so einfach mal auf Natur hinlegen. Koordinaten des Dorfes haben wir ja. Wir finden auf jeden Fall wieder zurück. Du, ich nicht. Ja. Unten bist du. Koordinaten ist nicht so meins. Ja. Aber das Villager-Dorf war das Beste, was jemals passieren konnte. Ja. Wir haben uns den Seed nicht ausgedacht, also nicht selber ausgewählt, meinte ich. Das ist halt ein zufälliger Seed. Und wir haben uns halt die Welt auch vorher gar nicht angeschaut. Hat man ja gemerkt, dass wir im Wasser gespawnt sind. Das hatte ich nämlich nicht gehofft, aber. Akku. Ja, die können wir mitnehmen. Macht nämlich Mu. Nee, so eine krasse Range habe ich dann doch nicht. Gehen wir mal kurz hier hoch, würde ich sagen. Dann haben wir einen besseren Ausblick. Kann ich. Ey, was war das denn? Ich bin dreimal daneben gesprungen. Oh. Hier ist mehr. Das finde ich eher nicht so sehr. Oh, Danke. es tut mir leid. Hab bitte deine Aggression unter Kontrolle. Danke sehr. Ah! Hinten wieder Wüste. Das gefällt mir nicht. Tschüss, Aber Kuro. Plains-Biom, Plains-Biom. Geil und weit. Da werden bestimmt Schafe sein. Ja, warte, ich habe hier die Kühe noch mal so ein bisschen rumgeschubst. Ja, mach ich auch. Bin ja am Fuße des Berges. Oh, ich habe Eisen. Ja, nice. Nehm das mal eben mit. Frage ist jetzt, wo bist du? Ich bin hier. Ja, lol. So, hier hinten. Auf geht's. Stimmt, solche Blöcke hätten wir auch hinsetzen können, damit wir zurückfinden. Aber ja, wir haben ja die Koordinaten. Schweine, Pferde. Pferde könnten später auch noch interessant werden. Schweine nehmen wir mit, Jo. veressen. Pferde am Leben lassen, damit wir hier später nochmal zurückgehen können. Da hinten noch ein Dorf. Nein, oder? Doch. Aber erstmal Schafe, erstmal sind Schafe wichtig. Geh hier in den Wald rein. Komm, zwei Schafe. Zwei Schafe. Muss doch zu machen sein. Es ist ein scheiß Plains-Biom. Hier müssen doch Schafe sein. Oder auch nicht. Ich verfluche dieses Plains-Biom. Ich verfluche es. Was habest du? Verfluche es. Da, Schafe. Wo? Ach da, geil!
Jonas, ein gutes Auge. Ja. So, hier hast du weiße Wolle. Wunderbar. Warte mal kurz. Ich mach gleich für ihn ein Bett. Dann Dann. lass uns zum Dorf. Genau. Bedeutet, wenn jetzt Nacht wird, ist es nicht so schlimm. Wir können uns hier einfach hinlegen. Hast du gerade die 93 Grad dran gesehen? Gesehen nicht, aber ich weiß, kann sein, dass es auf der Aufnahme ist. So, da hinten ist es. Und Pass auf, eine. gleich ist uns was. Solch was möglich. Aber nee, das sieht nicht wie unseres aus. Unseres Vielleicht war. gibt's auch eine Mine. Eine. Ach, Schmiede. Mine. Mine, alles dasselbe. Ja. Aber es sieht nach einem kleinen NPC-Dorf aus. Ja. Jo. Sehr klein. Little. Nehmen wir mal hier das alles hier mal mit. Hier unten ist auch noch in der Schmiede. Echt? Ja. Wunderbar. Kannst ruhig reinschauen in die Truhe. Eisenbrust. Wow, nice. Sonst noch? Was ist noch so alles in der Kiste? Brot und ein Apfel waren noch drin. Brot und Apfel, okay. In den Öfen kann ja auch manchmal was sein. Ja, habe ich. Aber auf jeden Fall habe ich das so in Erinnerung, dass ich auch mal was in einem Ofen gefunden habe. Achso. Ich nehme die Bücher hier mit. Die können für später noch sehr, sehr wichtig sein beim Verzaubern. Ja, ich habe ja auch Bücher. Ich nehme die auch mit. Gut. Wie fies ich bin. Der NPC-Bewohner hat hier gerade was angepflanzt. Ich baue es wieder ab. Typisch du. Könntest du auch in Real Life sein? Ja. Ach, hier ist nichts weiter drin, okay. Nein, lass weiter, oder? Jo. Warte, ich will hier kurz vorher nochmal das Feld ein bisschen kaputt machen. Ey, das war nicht nett. Wir plündern hier alles. So, dann auf geht's weiter. Jo. Eisen. Ja, nice. Ich habe jetzt schon mal eine Eisenbrust. Eigentlich brauchen wir kein Eisen mehr, weil wir haben genug zu Hause. Trotzdem Eisen nehmen, falls unsere Eisenrüstung irgendwann kaputt geht. Dein Schwert, Eisenschwert und so auch. Genau. Eisenpicke. Feuerzeug. Eisenpicke. Amboss. Genau. Ich würde sagen, wenn wir hier jetzt die Wüste durch haben, da hinten ist zwar noch ein Fichtenbiom, da würde ich jetzt ungern hingehen. Gehen wir mal hier lang, irgendwas. Für eine Pyramide oder so, wenn wir eine finden. Aber sonst würde ich dann sagen, wir gehen dann anschließend wieder zurück, damit wir das Eisen braten können. Und dann können wir uns ja auf die nächsten Punkte Seit wann konzentrieren. brät man Eisen? Ja, stimmt auch wieder. Eisen schmelzen so. Nee. Nicht? Brennen nennt man das. Aber man kann auch das Eisenerz schmelzen. Das wird ja geschmolzen. Ja, aber man nennt es eigentlich Eisenbrennen, aber passt schon. Egal. Ja, ist wirklich egal. So, hier, na gut, hier ist nichts weiter. Gut, dann gehen Dann wir mal. lass nach Hause gehen. Jo, ich habe ja hier die Koordinaten aufgeschrieben. 605. Okay. Wir müssen, um genau zu sein, genau in die Richtung. Und das andere passt schon alles. Wir müssen einfach nur hier die Blöcke geradeaus. Wir sind schon bei der richtigen X-Koordinate. Ja, Ja, war ja sehr erfolgreich. Wir haben jetzt ein Bett, bedeutet, wir brauchen jetzt keine Nacht mehr draußen oder nicht draußen, sondern aber irgendwo was das drin. Gute ist, wir haben die erste Folge erstmal schon mal überlebt. Ja, und die zweite fast jetzt auch. Schade, dass ich jetzt keine Angel hätte, ich hätte dich so abgefuckt. Ich habe gerade damit gerechnet, dass du Blöcke ins Wasser setzt, dass ich da erstmal drumherum schwimmen muss. Da habe ich gerade abgewartet. Nee, Hardcore, Hardcore und da muss man Team. Genau. Da mache ich kein Anti-Mate. So, kurz mal schauen. Ja. Du.
Let's go. Noch 200 Meter. Oh, es wird Nacht. Da hinten ist unsere Wüste. Ja, lass hier kurz noch die Kühe mitnehmen, oder? Ja. Wir werden gleich auch. So. Hinter dir. Da. Ja. Setz mal dein Bett hin. Wir werden hier schlafen erstmal. Wir gehen kein Risiko ein. Gute Nacht. Gute Nacht. So. Ja. So easy ist das einfach, die Nacht auszuhalten. Zwar ein bisschen unlogisch, weil eigentlich, während wir schlafen, müsste eigentlich, oder müssten die Monster eigentlich uns längst killen, aber ja, gut. Logik gibt's in Minecraft Nicht. nicht. Ja. Hier schwebt ja auch Erde. Alle anderen Blöcke außer Kies und Sand. Gut. Sehr nice. Dann sind wir jetzt hier daheim. Wir können nochmal die Anstatt Eisen. du bei mir hier mit drüber springst. Oh, ich war schneller. So, ich mach uns dann mal hier nochmal Essen. Dann die Bücher uns nochmal hier rein. Das Eisenerz mal da rein. So, Steak. So, wir haben beide Full Iron. Ich hab's dir mal hingeschossen. Danke dir. Ich würde jetzt so kurz die Zeit noch nutzen, vielleicht das Feld mal abfarmen oder generell mal die Felder hier. Dass wir auch mal ein bisschen auf Vegetarier umsteigen können. Na, also hier ist nichts fertig. Doch, bei mir schon hier. Bei mir nicht. Würde auch vorschlagen, wir machen uns dann auch mal einen zweiten Ofen, damit wir mehr gleichzeitig brennen können. Ich bin dabei. Gut. Dann würde ich nämlich die Ofenkartoffeln gerne mal brennen. Ab. Gut. Heiße Angelegenheit, Junge. Warte, ich pack dir noch Kohle rein. So. Wunderbar. Können wir uns nämlich ein paar Ofenkartoffeln machen? Sind nicht immer auf Fleisch angewiesen. Hier könnten wir einen Smaragd für 9 Leder bekommen. Wie viel Leder haben wir denn? Wir haben 24. Ich hab 10. Ich hab 10. Brauchen wir Leder für Na, wir haben irgendwas? doch Bücher. Ja, Aber obwohl. ein Leder für ein Enchanting Table. Ja, ich würde sowieso erstmal das aufbewahren. Vielleicht brauchen wir irgendwann noch ein paar mehr Bücherregale. Ich weiß nicht, wie viel wir daraus jetzt bekommen. Sicher, sicher. Na gut, So. dann. Wie lange ist die Aufnahme? 22, 23 Minuten. Bedeutet, wir können so langsam zum Ende kommen, wenn du Lust hast. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was wir noch machen sollen. Ich habe mir gerade die NPC-Bewohner noch an. Oh, hier liegen zwei Knochen, die nehme ich mit. Ja, gut, dann gehen wir mal in die Aufnahmepause hinein. In unserem schönen kleinen Häuschen. Und dann wünsche ich Hier, euch. du stellst dich immer dahin, ich stelle mich hier hin. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao, ciao. Und die Frage kannst du auch wieder hinsetzen. Gut, ciao. Hey.